Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt haben wir schon wieder etwas gelernt, einen roten Wasserstoff. Und das Erstaunliche dabei ist, von einer sehr bunten Wasserstoffwelt träumt ja nun auch die FDP in ihrem Antrag. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir gegen braune Hetze eintreten, dann sind wir uns sicher einig. Da brauchen wir die bunte Vielfalt. Aber uneinig sind wir uns dann doch beim Wasserstoff. Hier hilft eben die bunte Vielfalt nicht weiter. Und das will ich einmal kurz erklären. Es ist eine falsche Vorstellung, die mir immer wieder begegnet bei Facebook oder im privaten Leben bei Diskussionen, dass die Menschen denken, man nimmt das Wasser, packt das Wasser dann in den Tank und dann fährt das Auto los. Und das ist dann irgendwie alles besser als die Batterie. Und dann muss man tatsächlich doch einmal über die ein oder andere Sache nachdenken. Beispielsweise, dass wir die Situation haben hier in Deutschland, dass über 90% des Wasserstoffs eben aus Erdgas hergestellt wird. Und beim Erdgas fallen CO2 und Methan an. Die werden dabei freigesetzt. Deshalb, natürlich brauchen wir Wasserstoff in der Energiewende. Aber, und da hat die Bundesregierung im letzten halben Jahr zugelernt und auch tatsächlich dank des beständigen Drucks auch aus dem Bundesumweltministerium. Das Zentrale ist der grüne Wasserstoff, der Wasserstoff, das aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Nur der ist nachhaltig in der Energiewende. Einig sind sich aber dann die Bundesregierung und die FDP, dass man auch auf Wasserstoffimporte setzen will. Nun werden wir da auf lange Sicht sicher nicht um Wasserstoffimporte herumkommen. Aber kurzfristig muss man doch sagen, es ist der falsche Weg, wenn man Wasserstoff importieren will aus Staaten, die selbst die Energiewende nicht auf die Reihe kriegen. Aus Staaten, die einen Ökostromanteil im Netz haben von weniger als 10%. Denn dann verlagert man das Problem. Dann reizt man diese Staaten an, weiter ihre Kohle und ihren Atom im eigenen Land zu nutzen und den guten, den grünen Wasserstoff nach Deutschland zu exportieren. Das wäre der vollkommen falsche Weg. Und ein weiteres Problem in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, auch der Einsatz im Verkehrsbereich, konkret im Pkw-Bereich, ist der falsche Weg. Denn grünen Wasserstoff in Pkws zu packen, bedeutet ein teurer Weg und ein sehr energieaufwendiger Weg. Wir brauchen grünen Wasserstoff, aber wir brauchen ihn zuvörderst für die Dekarbonisierung der Industrie. Wir brauchen ihn für lange Strecken, beispielsweise im Güterverkehr. Wir brauchen ihn auf Perspektive auch bei Flugzeugen. Aber wir sollten ihn bitte nicht verschwenden im Pkw-Verkehr. Wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen erneuerbaren Wasserstoff, aber wir müssen ihn effizient und nachhaltig einsetzen. Für andere Wege ist es eben zu schade. Vielen Dank. Vielen Dank. Zum letzten Tagesordnungspunkt, Brennstoff.